Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Phantom. Heute ist Sonntag, Darmstadt gegen Heidenheim, 19.30 Uhr Anstoß. Ich bin wieder im Stadion. Erstmal vorweg, ich war auch gegen Freiburg im Stadion, hab dort auch einen Vlog gedreht und hab dann aber in der Halbzeit gemerkt, dass die Mikrofone nichts aufgenommen haben. Also ich hatte Bildmaterial, aber nicht das, was ich gesprochen habe. Also habe ich gegen Freiburg nichts hochgeladen. Dann hatten wir gegen Köln gespielt gehabt. In Köln war ich nicht gewesen. Dort haben wir 2-0 gewonnen. Endlich mal wieder, ich glaube nach 22 sieglosen Spielen, endlich mal wieder einen Sieg eingefahren. Und Köln höchstwahrscheinlich mit in die zweite Bundesliga geschossen. Jetzt sind wir heute hier wieder am Merck-Böllenfalltor in Darmstadt gegen Heidenheim, den Mitaufsteiger. Die Bilanz gegen Heidenheim, wir haben 21 Mal gegen die gespielt, 6 Mal hat Darmstadt gewonnen, 6 Mal ging das Spiel unentschieden aus und 9 Mal hat Heidenheim gewonnen. Und ich kann mich noch an viele gute Spiele erinnern, als wir gegen die gespielt haben in der zweiten Liga und auch in der dritten Liga. Es waren immer sehr, sehr spannende Spiele. Die ersten paar Spiele waren es immer unentschieden. 1-1, 2-2. War immer sehr gut gegen die zu spielen, hat auch immer Spaß gemacht. Und ja, mal gucken, was es heute gibt. Also wir sind schon abgestiegen. Heidenheim braucht, glaube ich, noch einen Punkt, damit sie safe durch sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ansonsten, wenn sie einen Sieg haben, sind sie auf jeden Fall safe durch. Aber wir wollen natürlich die Punkte in Darmstadt behalten und ich bin gespannt, wie wir uns heute anstellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Stadion. Obwohl, naja, meine Prediction. Meine Prediction heute ist, wir haben letzte Woche gegen Köln gewonnen. Heidenheim braucht noch einen Punkt. Ich denke, die wollen das zu sehr, sodass sie heute eine Blockade eventuell haben und wir das Spiel 2-1 gewinnen. Gegentor kriegen wir eigentlich immer. Das gegen Köln war jetzt das erste Mal, dass wir wieder kein Gegentor bekommen haben. Aber ich denke, dass wir 2-1 gewinnen heute gegen Heidenheim und uns, wie gesagt, auch mit Anstand aus der Liga verabschieden werden. Wir werden noch 1 oder 2, 3 Pünktchen sammeln. Also, dann sehen wir uns gleich wieder im Stadion. Bis gleich. So, Freunde, nachts sind im Stadion angekommen. Ihr wisst ja Bescheid. Immer Prediction. Meine Prediction war ja 2-1. Und ich habe wie immer den Basti am Start. Basti, was ist deine Prediction fürs Spiel heute? Also entweder wir gewinnen das Ding heute 4-0 oder wir spielen 1-1 unentschieden. Ich bin fürs 4-0. 4-0 gegen Heidenheim. Es gab nur einmal ein 5-1 gegen Heidenheim. Ansonsten war es immer knapp, die Spiele. Immer 1-1, 2-2. Okay, Basti sagt heute nicht. Basti sagt 4-0 für uns. Schauen wir mal, wie es ausgeht. So, Corius am Start. Kommt die Spieleraufstellung. Darmstadt hat wieder so viel verletzt auch einfach. Da brauchen wir gar nicht anfangen mit Aufzählen. Mellen fehlt, Holland fehlt, der wurde am Mittwoch operiert. Yasula fehlt, soweit ich weiß. Es fehlen so viele Leute bei Darmstadt. Zweite Teil der Choreo. Der Banner ist unten, jetzt schwenken so ein paar Fahnen. So, let's go, Spiel fängt an, mal gucken. Heidenheim braucht, soweit ich weiß, nur einen Punkt oder zumindest einen Sieg, damit die safe in der Bundesliga bleiben. Bei uns ist zwar rechnerisch noch möglich, aber sind wir ganz ehrlich, da müssen wir jedes Spiel gewinnen. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Let's go. Schmidt gibt Anweisung. Ich mag den Trainer. Genauso sympathisch wie Lieberknecht. Oder Christian Streich. Das sind für mich die drei sympathischsten Trainer. Aber bis jetzt ist hier auch noch nicht viel passiert beim Spiel. Hat den gerade drüber geschossen. Aber oh Mann, nee, war nicht Kempe gewesen. Aber ja, es war Nürnberger, der hat den gerade drüber geschossen. Aber direkt ist das Stadion da und singt. Heidenheim im Angriff. Haben wir Glück gehabt, Alter.
Da haben wir Glück gehabt. Da hätte er mehr draus machen können oder müssen. Gucken, Heidenheim, Angriff sind jetzt 17 Minuten gespielt und hier geht auf die Bahn. Ich muss auf die eine Torschuss von Darmstadt und gerade eben ein kleiner Schuss von Heidenheim. Ging bisher jetzt noch gar nichts. Abseits. In den 17 Minuten. Gucken. Ein bisschen langweilig bisher. Heidenheimer sind ein bisschen. Ein bisschen, aber jetzt auch nicht so überragend. Ich meine, ja gut, für Heidenheim machen sie schon gut Stimmung. Muss man schon anerkennen für Heidenheimer Verhältnisse. Nächstes Team haben Spaß, solange beim Spiel nichts geht. Also das Spiel ist echt langweilig. Darmstadt mehr Ballbesitz. Aber es von beiden Mannschaften kein Durchkommen. So, Eckball Heidenheim, erster Eckball in diesem Spiel. Schauen wir mal, was die daraus machen. Ja, er lässt sich ja drin im 16er fallen und hofft auf 11 Meter, Alter. Schippt den Ball rein, kommt dran. Schuhl hält. Alter, was eine Reaktion von Schuhl gerade. Sehr stark. Jetzt der kommt dran. Komm schon. Oh Mann, er lässt sich so den Ball abnehmen. Kommt der Heidenheim. Aber die verkackt es auch. Und wieder Nürnberger mit dem Abschluss, wie ganz am Anfang, fast die identische Situation. Beifall den Kack, Nürnberger zieht ab und knapp am Tor vorbei. Mal gucken. In der Vorwärtsbewegung den Ball verloren, Flanke kam aber schlecht vor dem Achter. Ich glaube Dumšić oder wie der heißt. Wir haben immer noch den Ball, sind am 16. Flanke und schon. Ein einfacher Steckball durch und zack, haben sie unsere Abwehrreihe durchspielt. Das ist halt einfach immer viel zu einfach gegen uns. Immer ein Pass und dann immer die Abwehr. Entweder überspielt oder einfach einen Steckpass durch die Abwehr durch. So, Schiri hat zur Halbzeit gepfiffen. Ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel sagen soll. Das Spiel ist übelst langweilig. Es sind keine Torchancen. Darmstadt hatte zwei Torchancen. Heidenheim hatte zwei Torchancen gehabt. Darmstadt zweimal am Tor vorbeigeschossen. Heidenheim, seine Torchance war gewesen, dieser Kopfball, wo Schuhn richtig gut reagiert hat. Der Rest war von Schuhn oder beziehungsweise von Heidenheim. Der letzte Ball kommt da genauso wenig an wie bei uns. Also bis zum 16er spielen beide Mannschaften ganz okay. Aber ab dem 16er, da fehlt der letzte Pass. Heidenheim steckt dann immer noch mal gut durch, aber dann der letzte Ball auf dem freien Spieler, dass es gefährlich werden kann, kommt halt von Heidenheim auch nicht. Die Flanken von Heidenheim sind alle kacke, die gehen alle ins Tor aus. Die Schüsse von Heidenheim gehen alle ins Tor aus, mein bei dem Tor vorbei, aber bei Darmstadt genauso. Also das Spiel ist übelst langweilig, ich hoffe, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird. Schauen wir mal, also bis zur zweiten Halbzeit. Leider gerade nicht drauf, aber direkt nach dem Anstoß, Torchance gewesen, aber Keeper hat gehalten von dem. Jetzt haben wir Eckball. Aber guckt euch mal, gebt euch mal den Sonnenuntergang. Wie schön rot ist der Eckball. Wie geil das aussieht. Geil, oder? So, jetzt gucken wir mal den Eckball an. Ob der kommt. Ja, ganz alleine. Ah, erklärt. Und bumm. Bisschen was für die Galerie. Aber der Sonnenuntergang sieht schon geil aus. Oh, nächster Eckball, Heidenheim. Geklärt und noch ein Ball. Gucken, ob ein gescheiter Konter rauskommt. Wäre ganz toll. Übrigens, by the way, Mainz gegen Köln 1-1 ausgegangen. Also rechnerisch immer noch alles möglich für Darmstadt, wenn die alle Spiele gewinnen. Geklärt. Wenn er weiter Ball besitzt. Hat der nächste Eckball. Jo, nächste Ecke. Oh, ist einmal durchgesegelt durch den 16er. Fängt ihn direkt rein und gesaved. Und der nächste Eckball. Mann, Mann, Mann. Auf jetzt mal ein gescheiter Konter nach der Ecke. Oh. Ecke von Heidenheim kommt und segelt durch, schießt
Drei Spieler schmeißen sich dazwischen, geblockt und jetzt kann man. Hat sich ein bisschen Entlastung. Jetzt mal ein Konter von uns. Kommskake. Ja, stark. Oh. Immer noch im Ballbesitz. Runterholen, hol den Ball runter. Jetzt nehme ich den gleich den Ball weg. Jetzt haben wir eine gute Freistoßposition. Und aber Kempe wurde gerade ausgewechselt gegen Sustwan vor 2 Minuten ungefähr. Sehr schade. Der beste Freistoßschütze. Mal gucken, wie der jetzt kommt. Ich denke, Maklitzer wird schießen. Ich vermute Maklitzer. Schauen wir mal, was draus wird. Nürnberger oder Maklitzer? Maklitzer mit Gewalt und Nürnberger mit Gefühl. Nürnberger macht! Oh! Mann, 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 da hat er den aber aus dem Winkel gefischt gerade. Aber das Spiel ist jetzt in der zweiten Halbzeit wesentlich besser geworden als die erste Halbzeit nochmal. Viel mehr Torchancen. Aber spielerisch sieht es halt nicht wirklich besser aus. Aber Torchancen sind wenigstens auf beide Seiten da. Jetzt mal ein Konter vielleicht. Komm schon, vielleicht mal schön ordentlich spielen. Er hört seine Zuschauerreaktion. Das ist gerade nicht so gut war vom Pfeifer. Einfach alles langsam gemacht und die Konterchance vergehen lassen. Da kommt sowas. Komm jetzt. Auf geht's. Komm. Der ist gut, aber abseits. Nee, kein Abseits. Der hat die Fahne unten gelassen, also Eckball. Schade. Deutscher Fans machen wir jetzt ein bisschen Alarm machen. Koto und Schuhen. Schuhen muss man ehrlich sagen, macht heute echt ein gutes Spiel. Ab und zu ein bisschen langsam so wie jetzt, macht die Konterchancen kaputt. Aber dafür hält er heute echt gut. Und hat jetzt noch keinen Bock gebaut mit seinen Abstößen. Das muss man ehrlich auch mal sagen. Bring ihn. Oh. Nochmal. Lass die Hände weg, schieß! Schieß ihn doch direkt! Schade, Mann! Oh. Billard hier! Billard! Schade, Mann! Gute Chance gewesen! Also, das Spiel ist wirklich echt scheiße. Das Spiel geht gar nichts. Und die Chancen, die es hier in der zweiten Halbzeit alles ergeben, alles Zufallsprodukte. Aber wenigstens kommen Zufallsprodukte zustande und wir sehen hier ein paar Torchancen. Heidenheim ist durch, spielt den quer, aber... Abseits! War abseits. Abseits. Ey, da haben wir Glück gehabt. Alter, was hat der Verteidiger gerade da in der Mitte gemacht? Maklitzer war es gewesen. Was für ein Bock der Maklitzer da gerade geschossen hat. Aber es war zu Glück abseits. Also Tor zählt doch. War kein Abseits. 1-0 für Heidenheim. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Torschütze war. Ich weiß es nicht. Wo tappen die denn da also auf dem Kopf rum? Der Nummer 20 ist es, glaube ich. Keine Ahnung, wer das ist. Aber Tor hat gezählt nach Überprüfung. Also 1-0 Heidenheim. Damit sind sie safe weiter in der Bundesliga. Und ja, Glückwunsch Heidenheim auf jeden Fall. Geile Saison gespielt. Und ja, wir sind damit, ich glaube sogar, auch rechtzeitig abgestiegen, müsste später nachgucken. So, Spiel ist aus. Heidenheim gewinnt. Ihr hört, der Schiri war auch eine Katastrophe heute. Schiri war wirklich schlecht. Heidenheim, Glückwunsch zum Nichtabstieg. Ich glaube, wir sind damit jetzt sicher abgestiegen. Und
Es war ein ganz schlechtes Spiel, ganz schlechter Schiedsrichter, zwei schlechte Mannschaften. Das Spiel hätte unentschieden ausgehen müssen, können, sollen. Heidenheim hat dann in der Nachspielzeit das 1-0 gemacht. Gut, ist halt so. Ich meine, was willst du jetzt noch machen? Das ist der 31. Spieltag, aufgeschissen. Wir sehen uns beim nächsten Heimspiel. Bin jetzt hier mit raus. Peace out. Euer Center.